So, zum ersten Mal weiß ich nicht, wann ihr diese Video seht. So, wir leben in einer Pandemiezeit. Ganz wichtig, Zwang gibt es nicht. Heute ist der 13. Und heute wurde die Mauer gebaut, 1961. Am 13.08.1961. Und keiner hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und keiner hat die Absicht, euch mit Corona, Delta, Beta und Alpha, Gamma vollzustopfen als Variante eines Virus. Ich wiederhole mich zum allerletzten Mal. Drosten 2003, die Viren bei Arte. 2009, die Pandemie der Angst mit Drosten. 2003, 2009. So, und jetzt wurde 2020 so richtig mit Herrn Drosten die Pandemie hochgefahren. Im Jahr 2021 ist es ruhig geworden um Herrn Drosten. Er sagt nichts. Ich meine, die Gegner, ja, die da die Partei gegründet, die Basis, ja, die Basis als Partei gegründet, wie gesagt, die sagen ja auch nichts. Ja, die haben auch, was weiß ich nicht alles. Also mir ist aufgefallen, dass da sehr viele Propheten unterwegs waren und sind und nichts wirklich tatsächlich irgendwie aufgeklärt, wirklich tatsächlich Polizei für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung. Also ich habe eine Menge gehört, eine Menge gesehen und ich frage mich, was geht hier ab? Zum ersten Mal fragt man sich, wie soll das weitergehen, so? Und jetzt, wo alles läuft, jetzt, wo wir uns alle ein bisschen erholen, will man uns wieder eine Klatsche vorgeben. Ja, man will uns also wieder wegklatschen. Schön ist es nicht, weggeklatscht zu werden. Und die Frage lautet auch, was soll das? Warum sollen wir weggeklatscht werden? Schön ist es nicht. Es ist nicht schön, weder dafür, dagegen zu sein, überhaupt darüber zu sinnen, nachzusinnen. So jeder, der bei Ahrweiler und den Hochwasser geholfen und was weiß ich nicht, also weiß doch ganz genau, was ist und was nicht ist. So, keiner hinterfragt. Jeder rennt mit dieser Tüte rum. Ich habe es auch gerade gewechselt. Ich habe eine neue. Und zwar von Dr. Senz, Loka sowieso, also von Dr. Senz, ja, habe ich jetzt eine hier. Na, gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja. So, ich habe von Dr. Senz eine. Und ich frage mich gerade, was das alles werden soll. Juhu! Ja, wen habe ich denn da? Ich quatsch mit mir selber.